Wirklich cool. Ich habe für mich sehr viel mitgenommen aus diesem Talk. Unter anderem natürlich auch, dass man klare Anforderungen definieren muss, damit überhaupt ein Data Analyst Sinn macht und man ihn nicht einfach wie einen Fisch ins kalte Wasser werfen kann. Ja, Alex, was nimmst denn du heute mit? Ich habe für mich mitgenommen, natürlich die ganzen Anforderungen an den Data Analyst finde ich sehr spannend. Allerdings auch, und das kann man vielleicht auch auf andere Jobs vielleicht noch weiter spinnen bzw. anwenden, dass der Onboarding-Prozess und die Vorbereitung, die man da machen muss, wenn jemand kommt, einfach nicht zu unterschätzen ist und wirklich sehr viel Arbeit ist und die man natürlich dann mitnimmt, auch für andere Berufsprofile. Ja, da stimme ich auch total zu. Ich meine, insbesondere heute, was ich schon erwähnt habe im Vortrag, die Leute können, also gerade Berufe, Data Analytics, Data Science, Leute können tatsächlich sich leisten, nach 2 Monaten auch Unternehmen zu verlassen. Und ich glaube, wenn wir unvorbereitet in dieses Onboarding reingehen, vergrauen wir uns einfach die Kandidaten. Und wir können auch so viel Empathie auf den Tag legen, wenn die Aufgaben nicht klar definiert sind. Dann ja, bekommen wir die Leute nicht motiviert. Und du hast völlig recht, Alex. Das gilt eigentlich für alle Berufe, ja.